wir wollen heute dort oben hin, wo der Schnee liegt. Hier ist auch eine Karte dazu. Monte Baldo heißt der Berg. Die pinkfarbene Tour soll es sein. Bin schon ganz gespannt. Trekking mit Palmen. Da wollen wir hochfahren. Man soll da oben sogar Ski fahren können. Dabei sind hier unten nicht mal Minusgrade. Und wir sind in Italien. Ich bin schon gespannt. So, die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Jetzt geht's noch da hoch. Weiter geht's. Es gibt eine Zwischenstation, wo man umsteigen muss in eine andere Gondel. Was die Fahrt gekostet hat, das verlinke ich euch alles unten. So, gleich sind wir oben. Schaut euch mal den Ausblick an. Wahnsinn, oder? Dort am südlichen Ende des Gardasees gibt es keine Berge mehr. Und hier ist jetzt auch schon Schnee. Wie geil ist denn der Ausblick? Unglaublich, oder? Das sind jetzt 1760 Meter über Meeresspiegel. So, und jetzt mal die Aussicht zur anderen Seite. Richtung Westen, Nordwest, jetzt kommt West. Unten ist der Gardasee und hier oben die Berge. Hier oben ist es richtig, richtig kalt und windig, aber so schön, vor allem hell. So, und jetzt der Blick nach Norden. Hier ist ein Skigebiet. Wusste gar nicht, dass hier am Gardasee ein Skigebiet gibt. Das ist jetzt schon Osten, Südosten. Mal an alle Skifahrer. Das ist echt ein Insider-Tipp. Hier ist alles leer. Und trotzdem in Betrieb. Die Lifte, die Pisten. Seht ihr die Piste? Da ist eine Piste, eine rote. Hier geht es runter zu einer blauen. Hier kann man sich entspannen. Und da unten geht es auch noch weiter. Bis da hoch. Also sehr zu empfehlen. Kein Massengerangel. Jetzt noch mal von weiter unten. Herrlich, oder?
Und da ist der Gardasee. So, jetzt sind wir aber genug Ski gefahren oder haben uns das angeschaut. Wir wollten ja eigentlich eine Hiking-Tour machen, also gehen wir jetzt hier lang. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich denke nicht, dass wir bis ganz nach oben schaffen. Bin schon gespannt. Hier scheint die Sonne und es ist schön warm. Und hier kommt jetzt Schatten. Na, mal schauen. Hunde bekommen übrigens beim Eintritt mit dem Maulkorb gleich dazu. Normalerweise muss man den ja extra zahlen. Und die obere Gondel dreht sich einmal um die eigene Achse. Wer also mit Berg nach oben startet, kommt mit Seeblick unten an.